So, da wären wir wieder. Bevor ich jetzt irgendetwas anderes machte, möchte ich auf ein paar Sachen eingehen, also primär Kommentare. Zum einen wurde mir gesagt, bei den Stockpiles könnte ich mir jetzt auch anzeigen lassen, wie viele Tiere wir haben. Ah, da, wir haben trainierte Tiere 6 und andere Tiere 71, also haben wir zusammen 77. Das schreibe ich mir jetzt mal auf. Das macht das Zählen ja doch etwas einfacher. Und jetzt beachten wir darauf, dass jetzt mal eine rosa Nachricht kommt, ob sich diese Gesamtzahl irgendwie verändert. So, das nächste war, man kann Zwergen folgen, indem man auf sie raufgeht und F drückt. Muss ich mal gucken, wie das geht. Ich gehe erstmal mit V auf sie rauf. Und dann F. Und jetzt drücke ich mal. Ah, okay. Das kannte ich auch vorher noch nicht. Das ist extrem praktisch. Also wir folgen jetzt diesem Zwerg. Das heißt, man geht erstmal auf den Zwerg rauf, den man folgen möchte, mit V und drückt dann F. Das wäre vor allem recht praktisch, wenn mal wieder jemand durchdreht. Damit wir dann wissen, wo genau er ist. Und wie höre ich damit jetzt auf? Einfach bewegen. Ah, okay. So, das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt, das ist jetzt auch schon ein, zwei, ich glaube sogar drei Folgen her. Da hat jemand sich mal die Kommentare hier genauer angeguckt. Und da steht hier oben irgendwo: Lord Cesral Girugon has mandated the construction of certain goods. Also Girugon hat gefordert, dass wir bestimmte Gegenstände herstellen. Warum er das kann, weiß ich noch nicht. Das schauen wir jetzt erstmal nach. Wir gucken unter Noble Screen und wir sehen da nicht mehr Expedition Leader, sondern wir sehen Major. Das ist jetzt nicht der militärische Rang, sondern das ist der Bürgermeister. Das heißt, er ist aufgestiegen und hat jetzt neue Bedürfnisse bekommen. Das sieht man, dass er hier wahrscheinlich ein größeres Büro braucht und er hat ein Mandat. Das ist nicht so gut. Also gucken wir mal mit Enter drauf. Er braucht ein größeres Büro, er braucht ein größeres Quartier, er braucht einen größeren Dining Room. Und er hat gefordert, dass wir zwei Crossbows herstellen. Das dürfte nicht so das Problem sein. Aber er will in seinem Raum jetzt auch noch zwei Kisten haben, einen Kleiderschrank, einen Waffenständer und einen Rüstungsständer. Ja, das wird später noch viel, viel nerviger mit den höheren Adligen. Ich hoffe einfach mal, dass es dazu nicht allzu schnell kommt, denn eigentlich hatte ich ja mal eingestellt, dass nur 55 Zwerge kommen sollen. Wir sind jetzt schon bei 73. Aber gut, er hatte hier irgendwo seinen Raum, der ihm aber nicht mehr reicht. Das heißt, wir gehen jetzt mal nach oben in den Schlafturm. Da ist nicht wirklich Platz und ich wollte nicht neben dem Müllhaufen die adligen Häuser bauen. Hier ist nochmal. Das waren ja 10, 20, 30, 60 pro Etage. 120, 180, 240. Das heißt, ab hier könnten wir jetzt die Wohnung bauen für die Nobel-Leute. Da muss ich mir jetzt mal ein Design überlegen. Es soll ungefähr genauso groß sein wie das hier. So, von da nach da, auf der Etage. Und es müssen drei Zimmer sein. Also ein Schlafzimmer, ein Dining Room und ein Büro. Das heißt, wir machen das jetzt einfach so. Das kommt da weg, dann ist hier eine Tür. Man kommt rein und ist gleich in einem riesigen Büro. Danach kommt ein genauso großer Dining Room. Sechs Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann ist ganz hinten, es kommt sogar hin. Nochmal so ein großes Zimmer, wo in das Bett reinkommt. Das ist jetzt schon extrem extravagant. Also das wird er noch gar nicht brauchen, aber das haben wir schon mal für die Zukunft. Wie viele Etagen runter können wir denn noch? Hier fängt die Mine an. Das ist auch nicht so toll. Ja, ist ein bisschen eng hier. Wir könnten aber auch einfach die Etagen noch breiter machen. Also noch so eine Weintrauben hier ranhängen. Da braucht man nicht ganz so viele Etagen. Dann könnten wir hier und da auch noch Nobelquartiere bauen. Ja, das hört sich doch gut an. So, das heißt, das lassen wir erstmal so. Auf der anderen Seite machen wir das ganz genau so. Das heißt, wir nehmen uns wieder das hier als Vorbild. Also von da nach da. Und unterwegs hat er jetzt auch alles markiert. Das ist, glaube ich. Uah, und hier oben auch. Nee, das sollst du nicht wegmachen. Aber dass man jetzt über mehrere Ebenen markieren kann, ist, glaube ich, auch neu.
Aber gut, haben wir es schon mal vorbereitet. So. Da. Und jetzt waren das 6 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da kommt jetzt die Einschnürung. Und dann haben wir schon mal für 2 Noble-Leute die Zimmer gemacht. Das heißt, wir können auch gleich den Sheriff. 2, 3, 4, 5, 6. Den Sheriff einstellen. Der wollte ja auch unbedingt was Extravagantes haben. Da hatte ich damals noch keine Lust zu. Nanu, kommt das jetzt nicht hin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einschnürung. Oh, wir haben das hier anders gemacht. Ah, okay. Oh, wir haben noch einen kleinen... Nee, hatten wir gar nicht. So hatten wir das gemacht. Also 2, 3, 4, 5, 6. Hier Einschnürung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann haben wir unsere Mine erstmal was zu tun. Dann sollten wir auch die Befehle hier oben wegmachen, wollte ich gerade sagen. Aber es ist schon alles abgebaut. Die waren da fleißig. Die hier unten könnten wir dann wieder aufheben. Obwohl wir sie gerade erst hingemacht haben. Aber gut. Die Noble-Leute haben jetzt Priorität. So. Nee, nee, da arbeitest du nicht weiter. Das wird alles weggemacht. Da auch. Das kleine Fitzelchen könnt ihr noch machen. So. Wir sollten jetzt auch noch die Crossbows, also die Armbrüste, herstellen. Ich glaube, da haben wir noch gar keinen Workshop für. Dann nehmen wir doch mal hier den Carpenters Workshop weg und bauen dann dafür einen Crossbow Workshop hin. Denn 3 Carpenter Workshop werden wir eh nie brauchen. So schnell so viele Sachen aus Holz herstellen tun wir eh nie. Zumal wir nur 2 Carpenter haben, glaube ich. Also BW Bowyers Workshop. So. Und Tiere werden geschlachtet. Das ist an sich ja ganz okay, aber ich muss jetzt mal darauf achten, wie sich die Zahl verändert. Okay, schon sind wir nur noch bei 75. Und es war zwischendurch auch keine Vermisstenmeldung. Nö, keine. Okay. So, warum wurde das jetzt unterbrochen? Schön weitermachen. Wir brauchen 2 Armbrüste. Sonst wird der Gerogon grumpig. Holzarmbrust, Holzarmbrust. So. Mit etwas Glück haben die auch gleich gute Qualität. Dann können wir die später für unseren Marx-Dwarfs-Trupp benutzen. Und wir haben neue Runde bekommen. Schon sind wir wieder bei 78. Also wehe, das passt so nicht mit dem Rausfinden. Aber es ist ja eins der Mysterien, das ich gerne lösen würde, was es mit den verschwundenen Tieren auf sich hat. Und das scheint echt die beste Methode jetzt zu sein. Und es ist wieder ein Tier tot. Sind wir bei 77. Ich hoffe mal, dass demnächst eins verschwindet, weil ich habe nicht so wirklich Lust, jetzt 2-3 Folgen lang immer zu notieren, wenn ein Tier stirbt oder geboren wird. Zumal bei uns ja recht häufig Tiere geboren werden und sterben. Aber gut. Ich glaube, er ist schon fertig. Jo, super. Oh, und ein Kind ist erwachsen geworden. Sehr schön. Noble Screen. Und ihr seht da, das Mandate ist weg. Gucken wir mal auf unseren Major. Der will jetzt nur noch sein Zimmer haben und so weiter. Das ist soweit okay. Klicken wir nochmal auf Enter. Bei seinen Gedanken. Hier steht zum Beispiel ein positiver Gedanke. Er war zufrieden, dass eine Deadline für ein Mandat erfüllt wurde. Ja, das ist okay. Und sonst auch recht viele positive Gedanken. Außer einmal von Fliegen genervt, aber das können wir nicht ändern. So. Wir haben den Lord Gerogon, der recht viele Posten hat, die kann er auch ruhig alle behalten. Wir haben den Hammerer, den Namenlosen. Wir haben Militia Commander Hex. Captain of the Guard würde noch fehlen. Das war vorher der Sheriff, den gibt es jetzt auch nicht mehr. Wen machen wir nochmal zum Captain of the Guard? Da bräuchten wir noch einen Nahkämpfer. Nee, lassen wir erstmal in Ruhe die Räume hier bauen. Und dann gucken wir mal weiter. Und wieder ein Tier tot. Jupp, bin bei 76. So. So, gab es noch irgendwas? Ach ja, die Müllpresse. Habe ich zwar noch nicht nachgeguckt, ob das jetzt so richtig ist, wie wir es gebaut haben. Warum ist da ein Mechanismus? Achso, den wollten wir zerstören. So, können wir jetzt hier die Brücke bauen?
Test einmal ein bisschen aus. Ja, könnten wir. Die ist jetzt eingestellt auf Retracts. Also jetzt ist sie eingestellt auf Retracts. Das heißt, sie wird einfach nur eingezogen. Aber ich glaube, da war irgendwas mit dem Anheben. Na gut, lassen wir es mal auf Retracts. Gucken wir, ob es funktioniert. Und wenn nicht, bauen wir es wieder weg. So. Das heißt, die Sachen werden jetzt von oben in dieses 3x3-Feld geschmissen. Und dann hoffentlich auch von dieser Brücke hier zerstört. Das heißt, wir... Ah, schon wieder ein Tier geboren. Achso. Ja. Und warum ist dann immer noch 76? So, gleichzeitig eins gestorben. Also, kommt man ja gar nicht hinterher. Also ja, die Brücke jetzt unten wird gebaut. Dann drücken wir oben den Schalter, damit der Schalter die Brücke hier auslöst. Verbinden dann die untere Brücke ebenfalls mit dem Schalter, damit beide Brücken gleichzeitig ausgefahren werden. Und dann klappt das hoffentlich. Und da unten muss noch eine Tür hin. So. Ja, ich hätte das echt mal nachgucken sollen. Weil eigentlich war das recht simpel. Man braucht nur eine Brücke. Ich wusste nur nicht, auf welcher Höhenebene das war. Und ob man sie einfahren oder einklappen musste. So, Tür unten ist da. Soweit so gut. Keine neuen Tiere. Nö. Was haben wir noch an Aufträgen? Wir haben jede Menge Holz und die Karawane haut gerade ab. Das ist doch schön. Dann können wir gleich mal gucken, was wir so an Ressourcen überhaben, um Rüstung herzustellen. Und was machst du da unten? Der Namenlose trainiert. Na okay, er ist ja auch vom Beruf her jetzt nebenbei der Hammerer. Also wenn irgendjemand missbaut, kommt er an und haut ihm auf den Kopf. Da trainiert er wohl auch in seiner Freizeit. So, ein Tier wieder weg. 75. Was ja auch ganz praktisch ist. So hat er auch einen besseren Skill als die anderen Kämpfer-Zwerge später. Weil er halt durchgehend am Trainieren ist und dadurch keine negativen Gedanken bekommt. Wenn man normalerweise die Miliz zu lange trainieren lässt, dann werden die irgendwann grumpig. Aber jetzt, in seiner Freizeit, redet er auch für seinen anderen Beruf halt. Das ist ein richtiges Arbeitstier. So, noch ein Tier tot. Sind bei 74. Mein College-Block wird immer voller. Und ein Tier geboren. 75. Also wenn nicht bald wieder eine Nachricht kommt mit den Vermissten, dann weiß ich auch nicht. So, was steht da draußen? Achso, das ist eine Wache von den Menschen. Ich dachte schon, was steht da draußen? Plötzlich ist ein Soldat von uns rum. Na, keine neuen Tiere? Nö. Ist langsam ein Raum wenigstens ausgebaut. Und das ist doch eklig. Brauner Boden, roter Boden, grauer Boden. Na okay, hilft nichts. Das heißt, da können wir schon mal ein Bett reinsetzen. Ein möglichst gutes Bett. Oh, und wir können gleich gucken, was für eine Vorlieben Gerogon hat an Holz. Damit wir auch gleich das richtige Bett reinsetzen. So, er mag... wo stand das? Garneritmarke, er mag Gold. Ja okay, er ist auch ein Zwerg, ne? Nee, aber es mag nicht jeder Zwerg. Aber es ist schon recht kostspielig. Feueropalmarke, er mag Pigtail, Stoff. Er mag Armbrüste, deswegen hat er wahrscheinlich auch das Mandat gleich gemacht. Er mag Katzen. Okay. Er hat jetzt nur noch mit dem Namen mit mir zu tun, denn ich mag keine Katzen. Er mag riesige, wilde Wildschweine. Wegen ihrer Tusks, das sind die Stoßzähne. Er mag gerne... Dingo, Regenbogenfische? Was ist denn ein Dingo, Regenbogenfisch? Na gut, und er mag Zwergen Ale und Longland Mehl. Und er hasst Leeches, also Blutegel. Na gut, er hat also keine Vorliebe für irgendeine Holzart. Das heißt, es ist vollkommen egal, was für ein Bett wir reinstellen. BB. Dann halt ein Mahagoni-Bett. Davon haben wir nämlich. Oh, davon haben wir auch nur eins. Na gut, dann ein Mango-Woodbett. Was soll's. Das heißt, hier kommt jetzt noch ein Tisch hin. Also sein Dining-Table, aber das hat eine schlechte Qualität. Das heißt, wir brauchen jetzt hier ein Set von Tischstuhl und Tischstuhl.
Und hier designieren wir den Tisch als Dining Room und da designieren wir den Stuhl als Büro. Aber dafür brauchen wir erstmal einen guten Stuhl und einen guten Tisch. Was sagt der Jobmanager? Muss alles noch gemacht werden. Das machen unsere Masons gerade. Sind die immer noch oben an der Mauer oder wie? Das hatten wir doch eigentlich alles suspended. Ah, die haben die ganze Särge hergestellt. Und ein Kind organisiert eine Party an einem Tisch. Ein namenloses Kind. Na gut. Das heißt drum, immer noch 75 Tiere und keine Meldung. Vielleicht hat es ja jetzt auch aufgehört mit den Tieren, das könnte ja auch sein. Vielleicht war das irgendwie ein wildes Monster und das ist inzwischen umgebracht worden. Ah, ein totes Tier. Und warum haben wir denn mehr Tiere als vorher? Achso. Und kurz davor hat das Tier hier ganz viele andere bekommen. Ja, nicht gerade die schönste Aufgabe. Aber wenn man solchen Sachen nachgehen will, dann muss man halt gründlich sein. Türen sind schon mal fertig, das ist gut. Die können hier überall hin. Eigentlich müsste man bei den Türen auch darauf achten, was für Qualität die haben. Denn wenn man die Räume definiert, wird die Tür mitdefiniert. Und je nachdem, was für eine Qualität die Tür hat, ist der Raum dann auch mehr wert. Aber so ein Micro-Micro-Micro-Management können wir später auch noch machen. Oder ich mache es irgendwann auf Camera. So, überall Türen hin. Haben wir oben überhaupt schon überall Türen? Nö. Da und keine Türen mehr. Das heißt, wir können gleich einen neuen Auftrag. Rock, Door, 30. Rock, Door, 30. So, das sollte jetzt aber echt erstmal reichen. Die Mechanismen gehen auch langsam aus. Oh, das hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber unten bei der Brücke und dem Schalter und der zweiten Brücke und dem zweiten Schalter. Das passt schon. Und das wurde auch suspended. Oh, weil das Ding da am Weg liegt. Okay, das muss erstmal geclaimed werden. Und dann kann das weglegen. Und sobald es weggelegt ist, kann die Brücke gebaut werden. Und sobald die Brücke gebaut ist, können wir das Ding wieder dumpen, damit es wieder runtergeschmissen wird. Ja. Zwergenlogik. Yay. So. Oh, und oben sieht das schon richtig gut aus. Wird gerade alles freigeräumt. Das heißt, wir können hier auch schon mal ein Bett hinbauen. Wieder ein gutes. Und hier können wir auch einen billigen Tisch und einen billigen Stuhl einfach hinstellen. Wir haben gar keine Throne. Ja, wir haben einen Riesenfort mit 74 Zwergen, aber wir haben kaum Tische und Stühle. Auch oben hier in unserer Great Dining Hall haben die immer noch keine. Da sollten die Masons langsam echt mal rangehen. Aber gut. Machen wir erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann weiter um das Tiere zählen und den ganzen anderen kleinen Kram. Also bis dann.